Ja, meine Damen und Herren, haben Sie den Sinn erkannt? Das kann doch wirklich nur ein Meister sein, der ein solches Problem direkt erkennt, sofort mit aller Konsequenz und Kompetenz löst, eine besondere Wertschätzung durch den Kunden erfährt und dann zufrieden einer neuen Herausforderung entgegenfährt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das erleben wir Handwerker tagtäglich. Ich finde, dieser Imagefilm macht das uns und unseren Kunden eindringlich, spannend, aber auch deutlich bewusst. Meine Damen und Herren, liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, sehr gerne begrüße ich Sie zu unserer Meisterfeier. Ich freue mich sehr, dass so viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hier sind. Ihre Anwesenheit, meine Damen und Herren, ist für mich ein Zeichen der hohen Wertschätzung, die Sie uns im Handwerk entgegenbringen. Ganz besonders begrüße ich Sie, unsere neuen Jungmeisterinnen und Jungmeister. Sie, liebe jungen Kolleginnen und Kollegen, Sie stehen heute hier im Mittelpunkt, denn Sie verdienen unsere Anerkennung. Sie haben eine anspruchsvolle Meisterprüfung bestanden. Ohne Fleiß, da gibt es keinen Preis. Das verdient großen Respekt. Wir freuen uns alle mit Ihnen, dass jetzt die Krönung kommt, die Überreichung Ihres Meisterbriefes. Deshalb ist heute ein ganz besonderer Tag für Sie, für das Handwerk und auch für unsere gesamte Region. Meine Damen und Herren, was ist das sicherste Wertpapier? 143 junge Männer und Frauen erhalten heute das sicherste Wertpapier, das ich kenne, nämlich den Meisterbrief im Handwerk. Liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, Sie können stolz auf diese Leistung sein und wir freuen uns alle mit Ihnen. Auf Ihnen liegen unsere Zukunftshoffnungen. Ab jetzt beginnt aber auch ein neuer Lebensabschnitt für Sie. Die Anforderungen an Sie als Meister sind hoch. Natürlich müssen Sie sich erst einmal einarbeiten, aber unternehmerisches Denken und Eigeninitiative, das wird sofort von Ihnen erwartet. Und auch die fachliche Kompetenz in Ihrem Handwerk ist eigentlich selbstverständlich. Jetzt heißt es für Sie, Verantwortung zu übernehmen, eine persönliche Weiterentwicklung und der tägliche Blick weit, weit über den eigenen Tellerrand hinaus, das ist jetzt gefragt. Aber Ihre Chancen sind gut. Die Auftragslage ist gut und die Zukunftsperspektiven bei uns im Handwerk sind besonders gut. Sie haben für den Rest Ihres Lebens einen sicheren Arbeitsplatz. Ja, meine Damen und Herren, es ist so. Handwerk, das ist mehr als ein Job. Wir Handwerker, wir sind ganz eng mit unseren Werken und mit unseren Leistungen verbunden. Da steckt Kreativität drin, da steckt Perfektion drin, Können, Individualität, aber auch sehr viel Herzblut und vor allen Dingen eine hohe Qualifikation, nämlich der Meisterbrief. Er ist unser Qualitätssiegel. Seien Sie deshalb stolz auf Ihren Meisterbrief. Sie halten ihn gleich in den Händen. Schön, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jungmeister und Jungmeisterinnen, ich bin einfach stolz, hier wieder stehen zu dürfen und Ihnen zu gratulieren. Als Hausherr hier in Trier ist es für mich selbstverständlich, Danke zu sagen Ihnen, dass Sie diesen Weg gegangen sind und dass Sie sich fürs Handwerk entschieden haben. Ich danke hier nicht nur Ihnen und möchte damit Ihre Leistung würdigen. Es ist ja meistens so, dass Sie von einer Familie unterstützt wurden,
dass sie von ihrem derzeitigen Betrieb unterstützt worden sind und wenn Familie, der Betrieb und sie zusammengearbeitet haben, dann ist dieser Erfolg garantiert, der dokumentiert wird in dieser Urkunde. Deshalb Gratulation an alle drei Parteien und das ist Ihr Applaus. Sehr geehrter Herr Müller, ich übernehme jetzt einfach Ihre Formulierung, liebe Sympathisanten des Handwerks. Ich würde gerne einen kleinen Rückblick machen in die Geschichte, weil ich finde, das bietet sich an. Wir feiern immerhin 200 Jahre Karl Marx und einen kleinen Ausblick. In den 1840er Jahren, zur Zeit, wie Karl Marx vertrieben war und in Paris leben musste, er war Flüchtling, lebten nach der 48er Revolution in Deutschland über 100.000 deutsche Handwerksgesellen in Paris im Exil. Es gab in Deutschland keine Arbeit und die Handwerker, die sich Gott sei Dank sehr früh auch organisiert haben, wurden politisch verfolgt. Wir erinnern uns nicht mehr so sehr an diese Zeit, aber diese Zeit hat dazu geführt, dass wir in Deutschland nach dem Krieg eine bewusste Entscheidung getroffen haben für ein Grundgesetz, dass sowas in der deutschen Geschichte nicht mehr vorkommt. 100.000 Handwerksgesellen alleine in Paris. In die Zukunft. Wir haben heute eine enorme Lebensqualität in Deutschland. Wir haben auch dank einer gut funktionierenden Wirtschaft noch nie so viel Wohlstand gehabt. Es muss aber jeden Tag erarbeitet werden. Ich beneide Sie im Handwerk darum, dass Sie das Werk auch erkennen können. Herr Schnieder wird nachher die Rede halten, auch ich als Oberbürgermeister. Wir gehen oft abends nach Hause und müssen für uns überlegen, was haben wir bewirkt? Es ist so abstrakt, bei Ihnen ist es konkret. Genießen Sie dieses Gefühl und pflegen Sie dieses Gefühl. Wir in der Bereich der öffentlichen Hand haben auch eine Verantwortung. Diese Verantwortung heißt, Rahmenbedingungen zu bieten, damit Sie, liebe Jungmeister, aber auch alle in der Wirtschaft gut arbeiten können. Wir in der Stadt Trier haben zurzeit drei konkrete Projekte. Wir brauchen Flächen für Unternehmen. Wir haben in Kooperation mit der Handwerkskammer, mit der IHK gerade beschlossen, 10 Hektar General von Seidel Kaserne zum innovativsten Gewerbepark in Rheinland-Pfalz zu entwickeln und zwar eben stadtnah, nicht weit außerhalb, sondern stadtnah 10 Hektar mit einer Priorität für Handwerksbetriebe in der Stadt Trier, die hier bleiben wollen, expandieren wollen. Aber ich werbe niemanden ab, aber wer nach Trier kommen will, in 2 Jahren haben wir Platz für Sie. Zweites Thema, ganz, ganz wichtig im Bereich Internet. Wir haben gerade in der Stadt Trier eine Analyse gemacht und ich habe mich sehr gefreut. 98% der Haushalte und der Betriebe haben tatsächlich 50 MB. Wir brauchen im Augenblick in Trier ganz selbstbewusst keine Fördermittel. Es ist richtig, dass diese Fördermittel im Augenblick schwerpunktmäßig in den ländlichen Bereich gehen. Wir überlegen gerade, wie wir den Gigabyte-Bereich hier installieren. Wir haben zusammen mit den Stadtwerken Trier alle Datenautobahnen verlegt und jetzt geht es wieder darum, wie kommen die Hausanschlüsse zustande. Ich habe auch gelernt, dass viele Anbieter, Internetanbieter sagen, sie haben 50 MB, leider haben sie schwache Kupferkabel und deshalb für Unternehmen in der Stadt Trier bieten wir an, diese Anschlüsse über die Stadtwerke recht zügig zu machen, damit sie nicht abhängig sind von Pseudo 50 MB. Ich finde, das sind doch konkrete Angebote an die Wirtschaft dieser Stadt und damit auch an das Handwerk. Erlauben Sie mir auch noch mal zu loben. Die Stadt Trier wurde gerade im Focus-Ranking von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in der Kategorie Wohn- und Arbeitsort auf Platz 1 gesetzt.
Ich glaube, wir verbinden und damit auch exemplarisch für die Region Wohnen und Arbeiten in einer Stadt. Das geht zusammen, wir müssen es nur tun. Und deshalb, der Oberbürgermeister freut sich manchmal über so ein Ranking bei allen Vorbehalten, aber es geht darum zu sagen, im Hinblick auch auf den Fachkräftemangel, den die Handwerkskammer und die IHK mit Grund immer wieder als Hemmnis darstellen. Wir sind eine attraktive Region. Wir sollten mit diesen Pluspunkten, die das Oberzentrum der Region bietet, noch deutlicher nach außen gehen. Ich bin vor 10 Jahren nach Trier gezogen. Ich habe das bis heute nicht bereut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Gratulation. Sehr geehrter Herr Präsident Müller, verehrte Jungmeisterinnen und Jungmeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, das ist ein toller Blick von hier vorne. Der Saal prall gefüllt, viele Jungmeisterinnen und Jungmeister, die froh und stolz sind und gleich ihren Meisterbrief in den Händen halten werden. Familien, Freunde, Angehörige, die Sie begleiten und diesen besonderen Tag mit Ihnen feiern wollen. Sie haben allen Grund zur Freude, Sie sind Meister. Dazu herzlichen Glückwunsch. Der Meisterbrief ist ein Garant für Qualität made in Germany. Und er ist vor allem das Gütesiegel des deutschen Handwerks. Sie alle haben dafür in den letzten Wochen und Monaten, ja in den letzten Jahren viel Zeit, Energie und auch Geld investiert, um Träger dieses Gütesiegels zu werden. Sie haben harte Arbeit, Entbehrungen und Stress hinter sich. Aber jetzt ist es geschafft und Sie können stolz auf sich sein. Sie haben mit dem Meister die Spitze des Handwerks erreicht. Und weil es ihn nicht zum Nulltarif gibt, hat er diesen besonderen Wert. Wir, Ihre künftigen Kunden, können darauf vertrauen, dass Sie etwas können. Mit Ihrem Fleiß und Ihrer Leidenschaft für Ihren Beruf werden Sie in Zukunft dazu beitragen, dass die Qualität und das hohe Ansehen des deutschen Handwerks erhalten bleiben. Sie werden junge Menschen ausbilden, möglicherweise auch neue Arbeitsplätze schaffen und damit einen ganz entscheidenden Beitrag zum Erfolg unseres Landes sowie zur Bewahrung unseres Wohlstands leisten. Denn der Mittelstand und insbesondere die vielen Handwerksbetriebe sind das Rückgrat des wirtschaftlichen Erfolgs der vergangenen Jahre und damit der Garant unseres Wohlstands. Allein in unserem Kammerbezirk bieten die knapp 7.000 Mitgliedsbetriebe etwa 39.000 Menschen Arbeit. Deutschlandweit sind es 1 Million Betriebe mit etwa 5,5 Millionen Beschäftigten und einem erwirtschafteten Umsatz von knapp 600 Milliarden Euro. Allein im vergangenen Jahr hat das Handwerk 50.000 neue Stellen geschaffen. Ich finde beeindruckende Zahlen, die die Bedeutung des Handwerks innerhalb unseres Wirtschaftssystems aufzeigen. Und nicht zuletzt hat die berufliche Bildung und unser duales Ausbildungssystem dafür Sorge getragen, dass Deutschland die Wirtschaftskrise gut überstanden hat und dass wir aktuell mit 4,8% die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in der EU aufweisen. Ein immens wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg, aber auch für die Stabilität unseres Landes. Die Bedeutung des Handwerks sollte auch in der gesellschaftlichen Debatte mehr Wertschätzung erfahren. Der Ruf unserer beruflichen Bildung strahlt weit über Deutschland hinaus. Manchmal hat man den Eindruck, es wird im Ausland mehr geschätzt als bei uns selbst. Gerade international gelten wir als Vorbild, dem viele nacheifern wollen. Wir müssen uns den Wert der beruflichen Bildung auch hierzulande wieder stärker ins Bewusstsein rufen. Berufliche Bildung ermöglicht Aufstieg in unserer Gesellschaft.
Das Leben fängt nicht mit dem Abitur oder dem Studium an. Die Berufs- und auch die Verdienstchancen sind für beruflich Ausgebildete keineswegs schlechter als für Akademiker. Und vor allem, die berufliche Ausbildung muss ja nicht das Ende der Qualifikation sein. Wer sich weiter qualifizieren will, kann dies tun. Ihnen als Meister steht der Weg in die Universität offen, wenn Sie diesen Weg gehen wollen. Mein Schwiegervater war Handwerker, so ganz unbeleckt, Herr Oberbürgermeister bin ich nicht in dem Bereich, aber er hat nur Töchter gehabt und keiner wollte den Betrieb übernehmen. Und ich bin nur Jurist und auch sonst von mäßigem Verstande, habe vor allem aber zwei linke Hände und deshalb ist es mir nicht vergönnt, das, was mein Schwiegervater immer erlebt hat und was er erzählt hat, dass er wirklich das Werk sehen konnte, das er geschaffen hat an einem Tag, das bleibt uns so ein bisschen immer verborgen. Wobei ich sagen muss, als ich Bürgermeister war, habe ich am nächsten Tag auch immer gehört, habt ihr gut gemacht, habt ihr schlecht gemacht. Das ist heute alles ein bisschen weiter entfernt. Ist aber in der Politik, die wir in Berlin gestalten oder die auch in Mainz im Parlament gemacht wird. In der Tat, dort ist die Abstraktion, die Ferne von dem, was wir arbeiten, noch größer als im Handwerk. Und das ist ein großes Geschenk, wie ich finde, dass Sie auch mit dem Meisterbrief dann bekommen werden. Also die Ausbildungs- und Berufsaussichten im Handwerk sind hervorragend. Menschen mit einer guten handwerklichen Ausbildung werden gebraucht und ihre berufliche Bildung ist mindestens genauso viel wert wie die akademische Ausbildung. Zudem ohne das Handwerk nichts läuft. Ohne sie hätten wir kein Dach über dem Kopf, keinen Strom, kein Wasser und das Frühstück würde auch eher bescheiden ausfallen. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen. Um das Handwerk und dessen Wertschätzung in der Gesellschaft zu fördern, ist selbstverständlich auch die Politik gefordert. Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung enthält hierzu einige Initiativen, von denen ich im Folgenden nur einige nennen möchte. Zunächst, und das halte ich für enorm wichtig, enthält er ein klares Bekenntnis zur dualen Ausbildung und zum Meisterbrief. Das bedeutet konkret, dass wir den Meisterbrief auch gegenüber der Europäischen Union verteidigen werden. Erfolgsmodelle wie der Meisterbrief dürfen nicht Harmonisierungsmaßnahmen zum Opfer fallen, sondern sie müssen geschützt werden, geschützt und geschätzt werden. Der Meisterbrief bleibt Qualitätssiegel und Ausweis für Können. Darüber hinaus wollen wir aber auch eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen Bildung und der Handwerksbetriebe auf den Weg bringen. Wenn wir über die Gleichwertigkeit von Studium und beruflicher Bildung reden, dann ist dies natürlich auch eine finanzielle Frage. Diesem Zusammenhang muss zu Fragen erlaubt sein, warum ein Studium nahezu kostenlos ist und die Weiterbildung zum Meister nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir beseitigen wollen. Daher haben wir vereinbart, dass wir Meistern bei bestandener Prüfung im Rahmen eines sogenannten Meisterbonus die angefallenen Gebühren ganz oder zumindest teilweise erlassen werden. Das Aufstiegs-BAföG werden wir neben den weiteren Förderinstrumenten wie der Bildungsprämie sowie den Stipendienprogrammen für beruflich Qualifizierte weiter ausbauen. Finanzielle Hürden bei der beruflichen Bildung werden so abgebaut. All das wird dazu beitragen, die bislang vorhandenen Unterschiede bei der öffentlichen Finanzierung von beruflicher und akademischer Bildung abzubauen. Weiterer Schritt zur Stärkung der beruflichen Bildung sind die vorgesehenen Verbesserungen hinsichtlich der Zusammenführung von berufsbildenden und akademischen Angeboten. Hier können wertvolle Synergieeffekte entstehen, die wir besser als bislang nutzen müssen. Das duale Studium geht hierbei schon in die richtige Richtung. Wir wollen die Durchlässigkeit zwischen den beiden Bildungswegen aber weiter erhöhen und damit ein bestmögliches Bildungsangebot schaffen. Es darf nicht länger um die Frage gehen, ob der Meister oder ein Studium besser ist. Es ist einfach etwas anderes. Der Jurist würde sagen, ein Aliud. Nein, das eine ist genauso wertvoll wie das andere und beides gemeinsam muss möglich sein. Die berufliche Bildung werden wir auch mit einem Berufsbildungspakt stärken. Dazu gehört in erster Linie eine Ausstattungsoffensive im Hinblick auf die Digitalisierung für die beruflichen Schulen
sowie ein Sonderprogramm zur Digitalisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten. Die Digitalisierung ist aber nicht nur für die berufliche Bildung wichtig. Sie ist das Thema unserer Zeit und sie ist längst im Handwerk angekommen. Dabei hat das Handwerk einen besonderen Spagat zu bewältigen. Es will die Traditionen pflegen, bewahren und weitergeben. Das, was an Erfahrung, was an Wissen da ist, weiterreichen. Gleichzeitig Traditionen pflegen. Wenn ich die Zimmerleute in der ersten Reihe sehe, freue ich mich immer, dass man dort ganz augenscheinlich in einer besonderen Art und Weise tut. Aber zugleich muss das Handwerk fit machen für das 21. Jahrhundert. Und das sind die Herausforderungen der Digitalisierung. Die Anforderungen an Sie und Ihre Betriebe werden steigen. Und deshalb gilt auch für den fertigen Handwerksmeister, das Lernen geht weiter. Jeden Tag. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, es muss auch mal Zeit zum Feiern sein, aber danach. Wie bleibe ich auf dem neuesten Stand? Wie mache ich mir die Kraft der Digitalisierung, der weltweiten Vernetzung zunutze? Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk konnte bereits wichtige Grundlagen setzen und unterstützt Handwerksbetriebe bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Das geht aber auch nur, wenn tatsächlich schnelles Internet zur Verfügung steht. Jeder Handwerksbetrieb muss Zugriff auf das Glasfasernetz haben, in jeder Region, in jedem Dorf. Deshalb haben wir auf Bundesebene bereits in der letzten Legislaturperiode 2 Förderprogramme aufgelegt, knapp 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, mit denen nicht nur Privathaushalte, sondern auch Gewerbegebiete mit Breitbandanschlüssen versorgt werden. Grundversorgung, wie wir in der Stadt Trier sie schon zur Verfügung haben, mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde, wird auch im ländlichen Raum in diesem spätestens im nächsten Jahr flächendeckend Wirklichkeit sein. Aber ich sage auch, die nächsten Schritte müssen folgen. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Glasfaser muss in jedes Haus, in jede Betriebsstätte, in jede Handwerkwerkstatt kommen. Und mobiles 5G-Echtzeit-Internet muss ebenso flächendeckend ausgerollt werden. Auch und gerade für das Handwerk, für die Wettbewerbsfähigkeit ist das unbedingt notwendig. Das führt mich zu einem weiteren wichtigen Aspekt, der Bedeutung des Handwerks für die ländlichen Räume. Das Handwerk ist einer der Motoren für die ländlichen Räume. Weit mehr als die Hälfte der 1 Million Handwerksbetriebe sind auf dem Land angesiedelt. Häufig handelt es sich dabei um Familienunternehmen, die die Gegebenheiten vor Ort bestens kennen. Die Bedeutung des Handwerks für die ländlichen Räume kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie sichern nicht nur existenzielle Versorgungsstrukturen, sondern leisten vielerorts auch einen großen Beitrag, um das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Derzeit diskutieren wir viel über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt und wie wir diese herstellen bzw. bewahren können. Die Bedeutung des Mittelstands und insbesondere auch des Handwerks kommt mir hierbei zu kurz. Denn es sind doch gerade die Handwerksbetriebe, die vielen Jugendlichen eine Bleibeperspektive in ihrer Heimatregion bieten und so dafür sorgen, dass die ländlichen Regionen lebenswert und attraktiv bleiben. Dafür aber ist es notwendig, dass sie wettbewerbsfähige infrastrukturelle Rahmenbedingungen vorfinden. Und hier wollen wir, wie bereits geschildert, gerade bei der Digitalisierung erhebliche Fortschritte machen, aber das betrifft auch andere Rahmenbedingungen der Infrastruktur. Nicht unerwähnt bleiben soll die hohe Investition, die gerade hier in Trier bei der Handwerkskammer in die berufliche Bildung getätigt wird. Für über 30 Millionen Euro entsteht hier ein modernes Ausbildungs- und Fortbildungszentrum, das ein klares Bekenntnis zu unserer Region und ein starkes Zeichen für das Handwerk, für die berufliche Ausbildung. Liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, mit dem Meisterbrief in der Tasche können Sie sich jetzt auch selbstständig machen. Hierzu will ich Sie ausdrücklich ermuntern. Selbstständigkeit bringt viele Vorteile und Möglichkeiten mit sich. Als Selbstständiger kann man seinen eigenen Weg gehen,
kann die eigenen Ideen verwirklichen, ist nicht von einem Chef abhängig. Oftmals ist auch das Einkommen als Selbstständiger, gerade in Handwerksbetrieben, höher als in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Und auch Verantwortung für andere zu übernehmen, ihnen Arbeit zu verschaffen, Perspektiven aufzuzeigen, gerade jungen Menschen, kann ein erfüllendes Gefühl sein. Und ebenso erfüllend kann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit sein. Eine ehrenamtliche Tätigkeit im Umfeld des Handwerks. Ohne das Ehrenamt allgemein, aber genauso gilt das für das Ehrenamt im Handwerk, würde vieles in Deutschland nicht funktionieren. Denken Sie an die verschiedenen Innungen, die Prüfungen abnehmen. Denken Sie an den Lehrlingswart, der den Azubis beratend zur Seite steht und sie während ihrer Ausbildung an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Denken Sie auch an den Vorturner des regionalen Handwerks, an den Präsidenten der Handwerkskammer. Das ist auch ein Ehrenamt, der mit seinem Team die vielen Handwerksbetriebe im Kammerbezirk in allen Fragen der Betriebsführung, in allen Fragen des Handwerks unterstützt, auch bei der Politik immer wieder vorstellig wird, um die Interessen des Handwerks zu vertreten. Ich bin mir sicher, dass auch Sie bereits Erfahrungen mit dem einen oder anderen Ehrenamt, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Ehrenamtler, auch und gerade im Handwerk gemacht haben und von dieser Hilfe, von dieser Erfahrung profitiert haben. Daher kann ich Sie nur ermutigen, sich auch selbst ehrenamtlich im Handwerk zu engagieren. Geben Sie Ihre Erfahrungen weiter und tragen Sie so Sorge dafür, dass dieses System weiter funktioniert. Auch Sie selbst können durch ein Ehrenamt neue Erfahrungen und Ideen sammeln. Sie werden davon profitieren. Sie werden für Ihre berufliche Praxis hilfreich sein. Liebe Jungmeisterinnen, liebe Jungmeister, in Zeiten, in denen Gewissheiten schwinden und vieles, an das wir uns gewöhnt haben, nicht mehr selbstverständlich ist, solchen Zeiten können Sie mit dem Meisterbrief optimistisch in die Zukunft schauen. Mit einem Meisterbrief, mit Ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie erworben haben, stehen Ihnen viele Türen offen. Freuen Sie sich auf die schier endlosen Möglichkeiten, die Sie haben. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Ihr produktiver Elan möge nicht dem Genuss des Erreichten weichen. Glauben Sie auch bei dem einen oder anderen Rückschlag, der jeden einmal erreicht, an sich und an die erworbenen Fähigkeiten. Sie haben eine der besten Aus- und Weiterbildungen genossen, auf die Sie zu Recht sehr stolz sein können. Und jetzt holen Sie sich Ihren Titel, Sie haben ihn verdient und feiern Sie kräftig. Herzlichen Glückwunsch. Meine sehr verehrten Gäste, liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, jetzt wird's ernst, aber ehe wir zur Verleihung der Meisterbriefe kommen, möchten wir zunächst mal die Jahrgangsbesten für ihre herausragende Leistung ehren. Dazu würde ich unseren Präsidenten der Handwerkskammer Trier, Rudi Müller, den Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder und vielleicht bekomme ich auch unseren Oberbürgermeister Wolfram Malaibe überredet, hier nach vorne zu kommen und auch die Ehrung vorzunehmen. Die Prüfungsbesten sind Alexander Dell, Dachdeckermeister aus Glausen. Maximilian Roth, Elektrotechnikermeister aus Biersdorf am See. Robert Geib, Feinwerkmechanikermeister aus Wadern. Julia Falkenburg, Friseurmeisterin aus Trier. André Schnür, Installateur und Heizungsbaumeister aus Pellingen. Nils Edelbrück, Kraftfahrzeugtechnikermeister aus Kenn.
Philipp Wappes, Maler und Lackierermeister aus Irsch. Stefan Köhn, Maurer und Betonbauermeister aus Trier. Stefan Redl, Metallbaumeister aus Mettlach. Christian Posselt, Tischlermeister aus Idar-Oberstein. Sarah Dennis, Zahntechnikermeisterin aus Fisch. Und Rico Schwarz, Zimmerermeister aus Kaiserslautern. Von mir aus allen ein herzliches Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht's Schlag auf Schlag weiter. Die Vorgehensweise ist so, ich würde gewerkeweise hier aufrufen und unter der Begleitung eines Prüfungsausschussmitgliedes würde ich jeweils die entsprechenden Personen nach oben bitten. Wir machen die Verleihung der Meisterbriefe, im Anschluss daran gibt es ein Foto und dann würde ich Sie bitten, im Anschluss daran nochmals Platz zu nehmen. Wir beginnen mit dem ersten Gewerk, das sind die Dachdecker und unter der Begleitung des Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Lothar Manns bitte ich die Herren Alexander Dell aus Klausen und Julian Maxheim aus Trier nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Solo-Karriere. So, es geht weiter mit den Maurern und Betonbauern unter Begleitung des Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Dr. Christoph Thein bitte ich Peter Kalkes aus Wachsweiler, Stefan Köhnen aus Trier, Christian Meyer aus Arzfeld, Stefan Schüler aus Minderlittchen nach vorne. Unter der Begleitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Dr. Nikolai bitte ich nach vorne Christian Heil aus Blieskastel, Julian Rörsch aus Mettlach, Sascha Schönborn aus Zweibrücken, Rico Schwarz aus Kaiserslautern und Alexander Wagner aus Mettlach. Herzlichen Glückwunsch. So, und wir machen direkt weiter unter der Begleitung der Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Christina Truett bitte ich im Gewerk der Friseure nach vorne Irene Brunner aus Bitburg, Julia Falkenberg aus Trier,
Jasmin Hallen aus Aach, Katja Habke aus Trier, Nadja Hilsemer aus Trier, Stefanie Koster aus Rheinsfeld, Diana Meyer aus Hetzerath, Stefanie Pippo aus Trier, Daniela Schäfers aus Rheinsfeld, Lisa Schröder aus Mehring, Tatjana Spomer aus Schillingen, Sina Wagner aus Palzem und Natalia Wink aus Wittlich. Herzlichen Glückwunsch. Weiter und kommen zu den Feinwerkmechanikern. Unter Begleitung des Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Wolfram Leindecker bitte ich nach vorne Christopher Fuchs aus Zisch, Robert Geib aus Wadern, Paul Greif aus Konz, Alex Herres aus Bekont, Carsten Lutz aus Fisch, Dennis Mehlich aus Trier, Felix Scharf aus Heddert und Heiko Spahn aus Moorbach. Herzlichen Glückwunsch. Weiter mit dem nächsten Gewerk stehen die Tischler an, unter der Begleitung des Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Hans Lober bitte ich nach vorne Lukas Ernster aus Dingdorf, Melanie Peters aus Roth, Christian Kossel aus Idar-Oberstein, Tobias Rausch aus Kassel, Christian Wollscheid aus Trier, Thomas Zürbis aus Spangdahlem. Herzlichen Glückwunsch! Kommen zum nächsten Gewerk. Dran sind die Zahntechniker. Unter Eberhard Manni bitte ich nach vorne die Zahntechnikerin Sarah Dennis aus Fisch, Herr Peter Klein aus Buß, Julia Latwein aus Saarbrücken, Ann-Kathrin Staub aus St. Ingbert und Felix Wright aus Kaiserslautern. Herzlichen Glückwunsch! Weiter geht es mit den Metallbauern. Unter dem Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Rainer Schmidt bitte ich nach vorne Florian Ammermann aus Lichtenborn, Daniel Becker aus Platten, Daniel Fering aus Kordel, Steffen Müller aus Lützerath, Thomas Müller aus Trierweiler, Markus Nöldgen aus Salmtal, Stefan Redel aus Mettlach, Christian Simonis aus Merzig, Raphael Stieger aus Konz, und Tobias Stoffel aus Kühlburg. Herzlichen Glückwunsch!
So, wir kommen zur größten Gruppe am heutigen Tag. Das sind die Kraftfahrzeugtechniker. Unter dem Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses, Frank Schola, bitte ich nach vorne. Alexander Becker aus Rieveris, Marc Franzen aus Tavern, Sascha Andreas Breuer aus Watzerath, Kai Britz aus Waldrach, Alexander Elsen aus Zemmer, Nils Ettelbrück aus Kenn, Manuel Fuchs aus Malborn, Christopher Ganz aus Merchtesdorf, Thomas Große aus Bongard, Tobias Hennen aus Hentern, Benjamin Huber, Ohnsdorf, Norbert Hufer, Konzkönen, Marcel Karajas aus Eil, Nico Knob, Bernd Kastel-Kues, Timmy Lampertsdorfer aus Daun, Sebastian Leich, Kochem, Dominik Ludwig, Piesport, Sebastian Moos, Weidingen, Jens Olk, Trier, Jan Reuter, Eisenschmidt, Karl-Heinz Schelp, Kordel, Dominik Schmitz, Brüm, Bruno Steiskarl aus Trier, Sebastian Thies, Bitburg, Kevin Thome, Konz, Marco Tripodi, Bengel, Dennis Vogel, Waldweiler, Felix Weber, Neuhilten und Jens Wolter, Bausendorf. Herzlichen Glückwunsch! So, wir machen weiter mit den Elektrotechnikern. Unter Begleitung des Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Berthold Barz bitte ich nach vorne Alexander Becker aus Trier, Nico Begon aus Waldrach, Christian Braschel aus Edesheim, Sebastian Breuer aus Kommen, Dieter Fellberg aus Nebel, André Fox aus Nitte, Andreas Gillen aus Konz, Kai Reinhold Hammes aus Arzfeld, Alexander Horsch aus Merzig, Thomas Johann aus Darscheid, Ingo Nau aus Moorbach, Maximilian Roth, Biersdorf am See und Adrian Franzen aus Darscheid. Herzlichen Glückwunsch! So, wir kommen zu den Maler- und Lackierermeistern, angeführt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Jürgen Rauschenbach, bitte ich nach vorne Brigitte Altendorf aus Bleialf, Jens Becker aus Ockfen, Marc Elenz aus Udler, Luca Ganz aus Merchtesdorf, Anna Gorges aus Schweich, Pierre Heinz aus Landscheid, Sebastian Hoffmann aus Konz, Nico Roderich, Spangdahlem, Michael Schmidt, Mettlach, Philipp Wappes, Irsch, Tobias Werner, Trier und Philipp Zimmer aus Morscheid. Herzlichen Glückwunsch!
Wir kommen zum letzten Gewerk des heutigen Tages. Die Installateure und Heizungsbauer. Ich bitte nach vorne Sascha Breitsprecher Lamparden, Max Hase Geroldstein, Carsten Hammacher Palzem, Daniel Heinrich Freisen, Peter Maximini Saarburg, René Marz Konz, Christian Nau Mainz, Christoph Rapedius Birkenfeld, Elias Scheuren Trier, Waldemar Schumacher Konz, Bernhard Marsch Schur Konz, André Schnür Pellingen, Michael Törner Flussbach. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Jungmeisterinnen, liebe Jungmeister, ich darf mich zunächst mal den Vorrednern von mir anschließen und Ihnen nochmal alle herzlich zu Ihrer bestandenen Meisterprüfung gratulieren. Mein Appell heute an Sie, tragen Sie bitte durch Ihr Vorbild dazu bei, dass mehr junge Menschen in Zukunft ihren Weg ins Handwerk finden. Helfen Sie bei der Ausbildung unseres Handwerkernachwuchs. Die Grundlagen hierzu haben Sie ja in den letzten Wochen und Monaten bei uns erworben. Wir, und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich nicht von der Handwerkskammer Trier, sondern vom kompletten Handwerk der Region. Wir investieren zurzeit am Standort Trier mit Unterstützung von Bund und Land, deren Anwesende ich heute nochmal ausdrücklich dafür herzlich danke. 44 Millionen Euro in Gebäude und Ausstattung. Wir stellen Ihnen somit ab nächsten Jahr, also ab Sommer 2019, so hoffe ich das zumindest, die perfekten Rahmenbedingungen für Ihre zukünftigen Fortbildungen und die Ausbildung Ihrer zukünftigen Mitarbeiter. An dieser Stelle, liebe Jungmeisterinnen und Jungmeister, möchte ich Ihnen den Gedanken an die Gründung Ihres eigenen Unternehmens oder an eine Betriebsübernahme ans Herz legen. Mit einer Betriebsgründung nehmen Sie Ihre eigene Zukunft selbst in die Hand. Mit einer Existenzgründung schaffen Sie Arbeitsplätze, Sie bilden den eigenen Nachwuchs aus und Sie können mit Ihrer eigenen Kreativität und Ihren guten handwerklichen Leistungen Ihre Kunden überzeugen. Das Land Rheinland-Pfalz fördert nicht nur Ihre bestandene Meisterprüfung mit dem Meisterbonus in Höhe von 1.000 Euro, sondern setzt auch mit einem Gründungsbonus in Höhe von 2.500 Euro einen zusätzlichen Anreiz für Ihren Weg in Ihre Selbstständigkeit. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Unsere Betriebsberatung ist Ihnen beim Weg in die Existenzgründung gerne behilflich. Wir bieten Ihnen eine kostenlose und eine fundierte Gründungsberatung. Die Kolleginnen und Kollegen begleiten Sie gerne von der ersten Gründungsidee bis zum Businessplan. Und wenn Sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben, dann empfehle ich Ihnen außerdem, sich mit erfahrenen Handwerksmeistern zu vernetzen. Ich lege Ihnen daher auch eine Mitgliedschaft in einer Innung sowie in die Jugendorganisation des Handwerks, unser Junghandwerk, ans Herz. Hier können Sie gewerkeübergreifend sich vernetzen. Hier profitieren Sie auch von erfahrenen Kollegen und deren Kontakte. Und hier können Sie gegebenenfalls auch die ersten Geschäftsbeziehungen anbahnen. Nun möchte ich noch Danke sagen. Bedanken möchte ich mich bei Frau Christ, Herrn Zentner und allen Kolleginnen und Kollegen, die zum Gelingen dieser Meisterfeier beigetragen haben.
Bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen des Meisterreferats, Frau Benzmüller, Frau Lautwein und Frau Beklas, für die Organisation der Meistervorbereitungslehrgänge und für die Organisation der Meisterprüfung. Unsere Lehrgänge funktionieren natürlich nicht ohne Dozenten und auch nicht ohne die Prüfungsausschussmitglieder, bei denen ich mich ebenfalls ganz herzlich bedanken darf. Bedanken möchte ich mich nicht zuletzt bei Ihnen, Herr Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier, und bei unserem Vorstandsmitglied Patrick Schnieder für Ihre Worte und auch für Ihr Kommen. Bedanken möchte ich mich aber auch bei Ihnen, liebes Publikum, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Besser kann es nicht sein, denk an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was für uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der uns vereint auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag. Dankeschön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann ich ja jetzt sagen. Ein Hoch auf uns, dieses wunderbare Lied, das haben wir Ihnen gewidmet. Und dieser Augenblick ist jetzt auch für mich
ein ganz besonderer, ja, ein emotionaler, vielleicht auch ein feierlicher Moment. Ich möchte Ihnen noch etwas für Ihren neuen Berufs- und Lebensweg mit auf den Weg geben und Sie auch auf Ihre neue Herausforderung einschwören. Heute ist Ihr Tag und alle Ihre Angehörigen und unsere Gäste hier, wir wollen Sie jetzt noch einmal deutlich sehen und gleich feiern. Bitte stehen Sie auf für diesen besonderen Moment. Liebe Kollegen, Meister sein, das heißt Verantwortung zu übernehmen und auch Vorbild zu sein. Als Meister müssen Sie bereit sein, gesellschaftliche und soziale Verantwortung, ja auch Fürsorgepflichten gegenüber Ihren Mitarbeitern zu übernehmen. Seien Sie deshalb ein Vorbild als Mensch, als Meister und als Bürger. Sehen Sie in Ihren Mitarbeitern und Kollegen erst die Stärken, bevor Sie die Schwächen kritisieren. Übernehmen Sie gesellschaftliche und soziale Verantwortung und auch eine Fürsorgepflicht für Ihre Mitarbeiter. Seien Sie stolz auf Ihr Handwerk, seien Sie stolz auf Ihr Unternehmen und seien Sie stolz, besonders stolz auf Ihre eigene Arbeit. Überzeugen und begeistern Sie Ihre Kunden und Ihr Unternehmen mit einer handwerklichen Meisterleistung und ganz besonders mit Ihrer Persönlichkeit. Denn Sie prägen durch Ihr Verhalten das Image des Handwerks und vor allen Dingen Ihres Unternehmens. Ich wünsche Ihnen viel Arbeitsfreude, viel Erfolg und heiße Sie als Meister und Kollegen im Handwerk herzlich willkommen. Alles Gute für Sie!